Hier und heute, wir feiern gemeinsam unser Anderssein. Wir zelebrieren unsere Regenbogenidentitäten und wir zeigen Zürich und der Welt, wie schön, wie mutig und wie zahlreich wir sind. Wir gehen heute gemeinsam auf die Straße, um friedlich für unsere Rechte zu demonstrieren. Same love, same right! Wenn ich euch sehe, weiß ich, ihr seid, wer ihr seid. Ihr lasst euch nicht verbiegen. Wir lassen uns nicht vorschreiben, wer wir zu sein haben. Wir wollen gleiche Rechte in dieser Gesellschaft. Ich will keine Homo-Ehe. Ich will die gleichen Rechte für alle. Wir warten darauf, dass das Parlament den Entscheid fällt für die Ehe für alle. Und ich finde, die Schweiz hat lange genug gewartet. Wir laufen heute für unsere Grundrechte, die uns per Verfassung zustehen. Happy Pride! Was demonstrieren Sie heute? Wir demonstrieren für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben und Transsexuellen, Bisexuellen. Wir sind da zum Feiern mit Menschen jedes Geschlecht. Alle zusammen hier im Feiern für gleiche Liebe, für gleiche Rechte. Also ich bin einerseits da, um Solidarität zu zeigen und weil ich schwul bin. Ja, ich bin heute hier, um mit allen meiner Community zu manifestieren, damit wir die gleichen Rechte für alle bekommen, für die Ehe für alle. LGBT-Recht uns zeigen, auch zeigen, dass das etwas absolut Normales ist und dass sie auch Teil der Gesellschaft gehören. For Pride, ganz einfach, wir sind nur für Pride da, für die Musik, für die Leute, für das ganze Feeling. Um ein Zeichen setzen. Ich bin hier, um zu zeigen, dass es egal wie du bist, Hauptsache du stehst zu dir, dass man somit Freude haben kann und dass man es teilen mit anderen Menschen. Haben Sie etwas Spezifisches, das Ihnen gerade auf dem Herzen liegt, das Sie gerne würden sagen, veröffentlichen? Also speziell wollte ich einfach sagen, dass wir ein Teil der Gesellschaft sind, auch egal wie wir aussehen und egal für was wir dass wir starten. Zusammen jetzt einfach hier zu laufen, später zu feiern und einfach zu sagen, wir sind eine Einheit und wir möchten, egal welche Art von Lebensweg sich da präsentiert, wir möchten was schaffen, das finde ich einfach unglaublich schön. Und das ist stark, das ist präsent, das ist revolutionär irgendwo immer noch. Ich finde es wichtig, dass wir in der Schweiz immer noch zeigen, einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr, wenn es mehrere Prides gibt, dass man sich zeigt und sagt, okay, wir sind ganz normale, fröhliche Menschen und eigentlich haben wir das auch verdient, jetzt endlich die gleichen Rechte zu bekommen wie allen. Genieß dein Leben, nutze jeden Tag, hab Spaß. Was ist heute Ihr Lieblingsteil von dem ganzen Tag? Also einerseits, dass es so viele unterschiedliche Leute hat, die da sind, also von den ganz Aufgetackelten bis zu den Normalos, dass es Junge hat, dass es Ältere hat, dass es Behinderte hat, dass es Frauen hat, dass einfach so die Diversity, die wirklich sehr gut ist. Schau dich um, Mann, der Vibe, das Feeling. Die Community, die Gemeinschaft, um das geht es heute. Findest du, dass in den letzten paar Jahren viel Fortschritt gemacht worden sind? Ich finde, dass die Repräsentation in den Medien hat sich sehr erhöht und es ist auch Thematik geworden, man redet darüber und ich finde, das ist ein erster Schritt dazu. Ja, also man kann sich in der Schweiz nicht beklagen, das möchte ich auch betonen. Wir haben eine sehr schöne Situation, viel Toleranz, oder? Aber jetzt kommt wieder das Thema, okay, ich bin mit meinem Mann jetzt verheiratet seit 3 Jahren, also eingetragen. Aber wir haben im Hinblick auf verschiedene Sachen nicht genau die gleichen Rechte. Und ich fände es schön, dass die Politik das Thema wieder aufnimmt. Es hat einmal die Partnerschaftsgeschichte gegeben, die sehr gut war, wo man sich eintragen konnte. Und jetzt sind wir einfach wirklich so ein bisschen am Schwanz der ganzen Geschichte. Also ich denke, das sind Sachen, die wir uns eigentlich auch bewegen müssen, wie andere Länder in Europa auch. Und wenn dann rundum alle anderen Länder das machen und wir nicht, dann finde ich es eigentlich ja, eher ein bisschen beschämend. Hat es etwas, was Sie gerne Leuten sagen würden, die sich noch nicht geoutet haben? Ja, ich wollte einfach, dass die Leute, die sich noch nicht geoutet haben, sollen den Mut haben. Ich habe mich auch erst mit 29 geoutet. Das war damals kein einfacher Schritt gewesen, aber nachher ist dann alles einfacher im Leben. Man sollte den Schritt tun, gerade wenn man in der Schweiz wohnt, ist das eh kein Problem heutzutage. Man muss sich outen, oder? Ich war mein ganzes Leben im Büro überall geoutet. Es ist natürlich ein schwieriger Moment, man muss sich selbst finden, sich überwinden. Aber nachher muss man wirklich das leben. Unity makes strong. Also zusammen, also gemeinsam zu sein, das macht irgendwie, das schafft Stärke. Es gibt das Sprichwort, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ich denke, man lebt besser, wenn man sich geoutet hat. Und es zeigt sich dann, dass zum einen die Leute sehr viel mehr tolerant sind, als man vielleicht eigentlich das Gefühl hat. Und dass die Freunde, die man hat, auch tatsächlich Freunde bleiben. Ich finde, du lebst dein Leben.
und nicht jemanden von deiner Mutter, Vater, Cousine, Tante, was auch immer. Du musst dein Leben leben, kein anderes. Hey, Halleluja! Solange du dir Gedanken machst, was andere von dir denken, wirst du immer in diesem Kreis bleiben. Brich aus dem Muster raus, erfinde dich neu und steh zu dir, Mann. Denn die Liebe zu sich selber bringt somit Liebe für alle anderen.